Was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut. Wir fangen heute mit dem Thema Ghazi an. Ghazi 4.7. Und zu diesem Anlass möchte ich sehr, sehr gerne auf jeden Fall noch eine andere kleine Thematik hier noch mit einbinden. Und ja, darauf wollte ich schon länger reagieren und das thematisieren, um das einmal für alle Beteiligten verständlich zu machen. Und das machen wir jetzt. Damit ihr vielleicht hinterherkommt, warum ich nicht gut auf Ghazi 4.7 generell zu sprechen war. Und zwar wegen dieser Thematik. Ich bin schon vor dir da. Also ich war ja bei dir im Hotel. Und OJ meinte, ich war schon mit Panzer schon da. Wer ist alles Panzer, clear. Bruder? Du kannst hingehen. Ich habe allen gesagt, du bist mit mir, keiner fasst dich an. Hm. Ich hatte also schon das... Wer ist Panzer? Paul Panzer. Paul Panzer war da? Ja, der sagt ganze Zeit Panzer. Wer ist Panzer? Ich weiß nicht, wer Panzer ist, aber ich glaube... Er weiß nicht, wer Panzer ist. Lieber Ghazi, auch wenn es dir entfallen ist, ich bin derjenige, der vor dir stand und vor auch Sina stand, wo ihr bei Werner Frankfurt wart, ne? In seiner Neueröffnung von seinem Tattoo-Studio. Deswegen hat es mich sehr gewundert, als ich diesen Clip hier gesehen habe und dachte, komisch. Komisch, wie er sich hier äußert, weil, hört zu. Paul Panzer. Paul Panzer war da? Ja, der sagt ganze Zeit Panzer. Wer ist Panzer? Ich weiß nicht, wer Panzer ist, aber ich glaube, mein Panzer, wenn er so oft erwähnt wird und in Zusammenhang mit Tüsi, ist Panzer der, der auf Tüsi aufpasst und... Ich habe auf niemanden aufgepasst. Ich wurde ganz normal eingeladen. Ich war ein ganz normaler Gast. Nur mal so am Rande. Das müsste in Köln wohl irgendjemand sein, der respektiert wird. Panzer ist ein YouTuber. Okay, dann ist Panzer kein stabiler Typ. Also ist Panzer kein stabiler Typ. Das sagt derjenige, also no front, gell, an dieser Stelle. Ich habe nichts gegen Ghazi, aber was machst du denn genau? YouTube, Twitch, Fragezeichen. Nur mal so am Rande. Aber gut, ist eine spontane Aussage einfach mal, sag ich, ne? Ist okay. Panzer ist ein Twitcher, nicht mehr, nicht weniger. Und das von irgendeinem Random. Panzer ist nur ein Twitcher-YouTuber, als ob die mich kennen. Wisst ihr, wie ich meine? Aber egal, ist in Ordnung. Aber mal eine andere Frage. Wenn ich ja kein stabiler Typ bin, wie er so sagt, frage ich mich, wieso jeder Paranoias geschoben hat, komischerweise. Obwohl ich derjenige war, wo sich am besten verhalten hat, als wohlgemerkt, als Gast. Ne? Ich wurde so ein bisschen vorgewarnt, was Panzer eigentlich angeht, der sich aber an alle Abmachungen gehalten hat. Der hat sich da absolut korrekt verhalten. Und die beiden sind aber, bevor es losging, noch gegangen. Und zwar haben die dann gestreamt mit OJ und so. Als dann... Was ich, wenn ich es könnte, rückgängig machen würde, ne? Das mit den OG generell Kontakt gehabt zu haben, generell. Jesus kam mit dem Anhang und mit Ruth und so weiter, wurde aber noch auf etwas hingewiesen, und zwar wurde ausdrücklich gewünscht, dass Panzer nicht auf die Bühne kommt während des Battles und im Gegenzug auch Ruth natürlich nicht auf die Bühne kommt, und das war eine Abmachung. Warum denn? Habe ich auch nicht verstanden, ganz ehrlich, habe ich nicht verstanden. Weil, mal Hand aufs Herz, gell, wenn ich irgendjemand was Böses will, dann hätte ich es einfach gemacht an diesem Abend. Was ich definitiv nicht getan habe, was jeder weiß und jeder bestätigt. Die leider schiefgegangen ist, wo ich auch Verantwortung dafür übernehmen muss, was die Kommunikation angeht. Denn es war ein hektisches Hin und Her, und in diesem Zeitraum war Panzer nicht da. Er war dann halt mit OJ Stream. Und in der Hektik der Pause und so, als ich dann hochkam und schon alle auf das Battle gewartet haben, da habe ich halt nur noch gefehlt, bin ich dann hochgekommen, und da war bereits Panzer auf der Bühne. Und ich habe halt mit WhatsApp dann halt mit Bruce hin und her geschrieben, weil er sich dann halt gewundert hat natürlich, ne, warum er dann jetzt auf der Bühne steht. Ich bin direkt zu jemandem gegangen, der hinter Jesus stand. Ja, warum telefonieren die miteinander und alles Mögliche? Mit mir hat keiner geredet. Versteht ihr, was ich meine? Aber wenn ich hier irgendein Typ bin, irgendein Random bin und keine ernstzunehmende erwachsene Person bin, frage ich mich doch, wieso jeder Paranoias geschoben hat. Sehr eigenartig. Einen aus seinem Anhang, und hab dann gefragt, ob das klar geht und so weiter. Und auch Ruth meinte dann, jetzt ist halt zu spät, lassen wir es sein. Beziehungsweise kann man auch sagen, ich war dann halt bereit, ihn dann noch von der Bühne zu schicken, und Panzer wäre auch darauf eingegangen. Also der hätte sich ja nicht... Seht ihr? Ich wäre darauf eingegangen. So hat er mich eingeschätzt, der mich da zum ersten Mal gesehen hat. Versteht ihr, was ich meine? Ich bin keine angsteinflößende Person, ich bin keine unangenehme Person, keine ekelhafte Person, im Gegenteil, wenn ich das so von mir behaupten darf. Und das war halt die erste Reaktion von Ghazi, wo auch nichts gesagt wurde. Nur die zweite hat mich sehr, sehr verwirrt. Paul Panzer, kann man mit Humor sehen, juckt mich sowieso nicht. Mir kam es nur so vor, als ob er sehr, sehr einseitig die ganze Sache gesehen hat. Ist auch okay, ich kenne ihn nicht, aber ich habe gedacht, das ist irgendein Front. Deswegen bin ich generell nicht gut zu sprechen gewesen auf Ghazi, den ich nur ein einziges Mal auch gesehen habe, persönlich. Deswegen, wo ich ihn die Hand gegeben habe, sonstiges. Wie gesagt, Sina ist eine Sache, Ghazi ist eine andere Sache. Ich tue die ganz klar differenzieren und voneinander unterscheiden. Ich tue die nicht in einen Topf werfen. Quergestellt oder sonst was, aber objektiv war da jetzt nicht zu spüren, dass es da eventuell zu weiteren Spannungen kommen könnte, und das Battle lief an sich auch sehr professionell ab.
Ja, weil ich es auch jedem versichert habe. Ich möchte nur noch mal das kurz ankratzen, damit ich schlecht zu etwas komme. Also auch, was den Anhang angeht, von beiden auf der Bühne. Ne? Mhm. Denn da gab es ja auch einmal negative Erfahrungen halt. Ne? Mhm. Nie zwischen Battle-Rappern, was man noch betonen muss halt, ne? Weil so eine Veranstaltung oft den Ruf dann verbreiten, dass Battle-Rap-Veranstaltungen und dass das irgendwie gefährlich sein könnte. In den knapp 15 Jahren jetzt gab es zwischen Battle-Rappern bei uns niemals eine Eskalation. Ne? Es gab halt einmal diesen Vorfall, dass Anhang von einem Rapper und Anhang von einem anderen Rapper auch draußen es zu einer Eskalation geführt hat, aber es gab die halt nie zwischen Rappern und sowas ähnliches ist halt wieder heute passiert mit, muss man dann ausdrücklich sagen, szenefremden Leuten. Ne? Worauf ich hinaus wollte, war, dass nach dem Battle direkt das Gefühl entstanden ist, dass diese angespannte Stimmung etwas abgekühlt ist. Wir haben dann auf der Bühne mit beiden Parteien ein gemeinsames Foto gemacht und ich hatte persönlich auch das Gefühl, dass jetzt halt diese Luft raus ist, wie so oft vor einem Battle, wenn etwas... Wir haben ein Foto gemacht, alles Friede, Freude, Eierkuchen und fertig. Okay, was danach passiert ist, wisst ihr alle. Wer das nicht weiß oder gar nicht in dieser Thematik drin ist, kann sehr gerne Twizzy auf YouTube eingeben, dann werdet ihr da genug Content darüber sehen. Gut, das wollte ich nur sagen und nochmal abschließend, gegen Gazi habe ich nichts, ich kenne ihn auch nicht, okay? Ich tue nicht irgendwelche Aussagen treffen, wer ist er und der wird wohl kein stabiler Typ sein. Kann er gerne sehen, wie er will, ich bin nicht kleinlich oder so, mich interessiert es ehrlich gesagt gar nicht, wer was von mir hält oder nicht. Die andere Sache ist, weil die ja alle so Straße sind, ne? No front. Aber wie ist denn das? Frage, wie ist denn das, wenn die alle von Gangster sein reden, von G hinter, also ein G hinter ihren Namen machen, alles Mögliche und im Endeffekt jeder zur Polizei rennt. Frage, wieso jeder eventuell mit Gruppierungen zusammenarbeitet und Kontakt hat? Fragezeichen. Warum ich im Nachhinein sehe, dass jeder eine Aussage gemacht hat, was auch jedem sein gutes Recht ist. Okay? Jeder hat sein gutes Recht, eine Aussage zu machen und sich dazu äußern. Kein Problem. Nur ist es so bei dieser Sache, dass dieser nicht stabile Typ, also ich, keine Aussage gemacht hat, beziehungsweise viele Sachen halt nicht gesehen hat. So wie auch vor Ort, als diese Sache geschehen ist. Ich kann halt zu dieser Sache nichts sagen, wie ich von Anfang an gesagt habe. Tja, und was muss ich im Nachhinein feststellen? Dass eine komplette Akte eingereicht wurde bei der Staatsanwaltschaft gegen mich, weil ich angeblich für diese ganze Sache verantwortlich sein soll, was definitiv nicht stimmt. Und ich glaube, die Staatsanwaltschaft belächelt auch diese Sache, ja? Aber ihr seht, wie es einem generell so ergeht, der normal zu einer Veranstaltung geht, als Gast eingeladen wird und am Ende so ein Salat entsteht. Okay? Also für mich persönlich ist das Ganze ein Kindergarten, aber wie ist es? Leute, die von Straße reden, mit der Polizei zusammenarbeiten, klipp und klar, die bei der Staatsanwalt Sachen einreichen, Falschaussagen tätigen. Und das meine ich klipp und klar in Bezug auf mich. 100% Lüge. Was auch jeder Beteiligte bestätigt hat an diesem Abend und bestätigen kann. Drittens, eventuell mit gewissen Gruppierungen gechillt wird, sage ich mal. Ich Anrufe erhalte, nicht wegen dieser Thematik jetzt, aber generell. Hat man mit irgendeinem Streit oder eine Diskussion auf YouTube, dann muss ich wirklich feststellen, dass ich Anrufe bekomme von gewissen Leuten, von Gruppierungen, Rockerclubs. Okay? Fragezeichen, weil ich ein YouTube-Video mache. Wie süß. Wie süß. Dann hieß es noch, ich bin respektlos. Nein. Nein, Habibi. Ich lasse mir nur von niemandem irgendwie drohen. Das ist nun mal Fakt. Ich lasse mir von niemandem etwas sagen. Und das weiß auch jeder. Und es ist kein Geheimnis. Und nicht, weil ich krass bin. Ich bin ein ganz normaler Bürger. Ganz normal. Wie du und ich. Und ich muss wirklich hier kurz mal mich auskotzen, weil ich anscheinend mit sehr, sehr dreckigen Leuten generell so zu tun habe im Internet, was mir überhaupt nicht gefällt, denn mir wurde klipp und klar gesagt, dass die Polizei meine Videos schaut. Wegen diesen ganzen Leuten schaut die Polizei meine Videos und Steuergelder werden einfach verschwendet, um meinen Content zu gucken, um da keine Ahnung was zu erblicken, ich weiß es nicht, wie gesagt, weil ich als keine Ahnung wie hingestellt werde. Das soll wohl ein Witz sein. Ihr krassen G's. Ha? Wie ist denn das auf der Straße? Das müsst ihr ja mir sagen, ihr seid ja die G's. Ich bin da niemand. Fragezeichen. Warum schaut die Polizei denn jetzt meine Videos? Warum? Und weiß über jeglichen Thematiken im Internet Bescheid? Was ich schon im Vorhinein so oder so wusste, das ist eher klar. Bin ja nicht auf den Kopf gefallen. Aber warum werde ich jetzt reingemischt in irgendeinen Mist? In so einen Quatsch werde ich reingemischt. Und nochmal, wir schließen die Sache jetzt ab. Nochmal, ich bin ein Lauch von mir aus. Chalas, in Ordnung. Ich bin irgendein Twitcher, in Ordnung. Ich bin irgendein YouTuber, kein Problem. Keine ernstzunehmende Person, kein Problem. Irgendein Random, kein Problem. Bin ich alles cool mit.
Aber diese Sache handeln wir jetzt anders, meine lieben Freunde. Ab den heutigen Zeitpunkt, ab den hier 15.09.2024 um 21.47 Uhr, erkläre ich euch eine simple Sache. Dieser Normalo, der normalen Content macht, der nichts mit der Straße allen Anschein nach zu tun hat, denn ich mache hier YouTube. Ich mache keine illegalen Sachen oder so. Deshalb sage ich euch klipp und klar, kommt ihr mir, diese ganzen feigen Lauchs, kommt ihr mir irgendwie mit Clans, mit Rockern, mit irgendwas, weil diese Vereinbarungen in der Vergangenheit wurden eh nicht eingehalten. Ungerechtigkeit, Erniedrigung, probieren Leute zu, zu unterdrücken, das funktioniert bei mir nicht, habt ihr gemerkt, egal mit was ihr ankommt. Aber, auch wenn ich es nicht direkt immer thematisiere in jedem Video, versteht ihr das? Aber jetzt machen wir das anders, Habibi. Jetzt machen wir das ganz anders. Jegliche Leute, die irgendwie mir ans Bein pissen, mit irgendwelchen Gruppierungen oder mit Clans oder irgend so derartiges, landet sofort bei der Polizei. Wie gefällt euch das? Ha? Wie gefällt euch das? Bin ich jetzt ein 31er, ein Snitcher oder wie auch immer? Ich bin sowieso ein Random. Macht ruhig eure Späße, macht ruhig euren Mist. Aber ich bin der Einzige, der normalerweise ein G hinten an seinen Namen dran stellen darf, normalerweise, was ich nicht mache, weil ich es lächerlich finde. Und nach diesen ganzen Skandalen, sowieso nicht. Und ich habe, wie gesagt, von Anfang an, bei Allah, von Anfang an habe ich euch belächelt. Und das wisst ihr auch. Und ich nehme euch nicht ernst. Vorher nicht und nachher nicht. Das wisst ihr und es bleibt auch so. Und hier ist auch der Punkt. Wenn jemand mich abfuckt, paar Minuten von hier, direkt. Ich werde ernsthaft gefragt von der Polizei, ob ich bedroht werde. Dann habe ich der Polizei gesagt, wo ich denn aufgewachsen bin. Dann hat die angefangen zu schmunzeln und hat zu mir gesagt, ja, okay, alles klar. Weil ich ihr gesagt habe, sie wissen doch, wie es da ist, oder? Hat sie gesagt, ja, okay. Weil es ist klipp und klar. Ich bin kein Unterdrücker, aber ich könnte Leute unterdrücken. Ich könnte auch machen, was ich will. Versteht ihr das? Frankfurt hat seine Brennpunkte, genau wie jede andere Stadt oder sonstiges. Und ich bin nicht irgendein Typ, der sich hier profiliert auf diesen Quatsch. Ich bin erwachsen. Das ist für mich alles Kinderkram. Und ich mache hier, wie gesagt, Entertainment. Ich mache YouTube. Mich interessiert das nicht, diese ganzen Skandale, was die Leute machen. Macht doch eure Skandale. Macht euren Mist. Schiebt euch egal was irgendwo rein. LGBTQ und wie die ganze Geschichte heißt. Ey, Freiheit. Macht, was ihr auch immer wollt. Lügt. Macht, was ihr wollt. Es juckt mich nicht. Sobald aber diese ganzen Sachen, wie gesagt, die in der Vergangenheit passiert sind, überschritten sind, habe ich persönlich die Nase voll. Denn ich sehe einfach, wie verkommen diese ganze Szene ist und wie lächerlich sie ist. Und ich kann, wie gesagt, nur darüber lachen und möchte auch meine Community, ehrlich gesagt, nicht damit behelligen und nicht damit nerven mit so unnötigen Kram. Versteht ihr das? Also wenn ihr ein bisschen Verstand habt und erwachsen seid, dann wisst ihr, was ich meine. Na? Denn ich bin alles andere als irgendwie auf YouTube gekommen oder auf Twitch oder sonstiges, um hier den Krassen raushängen zu wollen. Versteht ihr das? Das ist nicht meine Absicht, auf gar keinen Fall. Und ich will absolut nicht so ein Vorbild sein, wo irgendjemand das schaut und dann etwas Schlechtes von mir adaptiert und dann in die Öffentlichkeit trägt. So, versteht ihr, was ich meine? Das gibt's von mir nicht. Dann würde ich diesen Kanal auch schließen, weil es ist uninteressant für mich. Das ist nicht das, was ich möchte. Ich möchte keine Sünden verbreiten und generell die ganzen Leute dazu animieren, irgendwie schlecht von mir zu denken oder schlechte Eigenschaften generell davon mitzunehmen. Das läuft nicht. Deshalb wollte ich das einmal loswerden. Das war alles mit Gazi und da mache ich auch einen Punkt. Gazi, wenn du das sehen solltest, habe nichts gegen dich. Mich hat nur diese Aussage verwirrt, weil ich dachte, dass wir uns ja gesehen haben und du dich daran erinnerst, aber schwamm drüber. Ist okay, ist nicht schlimm, nehme ich nicht übel, kein Problem. Und damit schließe ich auch dieses Kapitel ab. Für jeden Einzelnen, der irgendwie Fragen hat über dieses ganze Thema, was Twizy angeht, das Ganze geht vor Gericht. Ich denke, dass Twizy, KuchenTV oder irgendjemand darüber ausführlich redet und sprechen wird, wenn es soweit ist. Von mir wird soweit hoffentlich nichts mehr kommen, weil dieses ganze Thema für mich ehrlich gesagt uninteressant ist und ich auch nichts sagen könnte, sonst würde ich irgendwas spekulieren, was etwas sagen, was nur ich mir denke und das möchte ich nicht. Und damit hatte ich diese Thematik gegessen. Aber wisst ihr, was noch passiert ist? Es ist noch eine andere Sache passiert und zwar hat jetzt ein gewisser YouTuber, nenne ich ihn mal, ehemaliger Rapper, gegen Gazi auf einmal etwas ausgepackt, weil anscheinend Gazi nicht mehr Sina die Bühne gibt. Oder irgendwie sowas. Anscheinend, die tun ja jedes Mal denen alles austragen lassen, was die so nicht sagen wollen oder so. So habe ich das Gefühl. Aber gut.
Den Gazi wird hier etwas Ekelhaftes vorgeworfen, was ich absolut nicht bestätigen kann oder worüber ich keine Information habe, was auch seine Sache ist, wenn es so ist. Der hat sich sehr, sehr im Guten gebessert, würde ich mal sagen, wenn er mal so gewesen ist, wie hier gleich erklärt wird. Denn er hat das, was ich zuletzt gesehen habe, etwas so formuliert, dass er nichts mit irgendwelchen Fitna-Content zu tun haben möchte. Und ist auch okay so und ist auch cool. Eine Kerze brennt nur bis morgens, irgendwann ist sie weg von einem Lügner. Und so ist das auch bei dir, Digga. Die Kerze ist einfach aus jetzt. Und was meint ihr, wie viele Leute von Gazi nicht wissen, dass er ein Lügner ist? Und wir haben das alles gewusst? Also was hier gestummt worden ist, ist Enkeltrickbetrüger. Ich verstehe auch nicht, warum das hier gestummt wird und später halt nicht mehr gestummt ist, aber egal. In erster Linie geht es um die Geschichte mit mir und Sido. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie viele Anrufe Gazi im Hintergrund gemacht hat, um mich von irgendwelchen Sachen ab. Aber mich kann man nicht abhalten. So, ja? Wenn ich Schnauze voll habe, dann habe ich Schnauze voll und hängen geblieben bei solchen Sachen. Nicht immer. Es kann nicht sein, dass du die ganze Zeit in dieser Szene rumläufst und so tust, als ob alles normal ist. Du hast mit Sinan gestreamt, bla bla, so sollen die halt so ihr Ding machen. Also du sagst zu jemandem, ja, ich muss Abstand halten von Sinan wegen diesen ganzen Sachen. Ich habe auch Kinder und dies und das und bla. Ist auch sein gutes Recht, ganz im Ernst, ist sein gutes Recht. Wenn er meint, dass es nicht fit geht, geht es nicht fit. Muss man auch irgendwo akzeptieren, aber ich weiß nicht genau, was auch bei denen im Hintergrund alles abging. Ich habe keine Ahnung. Blablabla. Guck mal, Gazi, sein Film war so. Er dachte, Sinan wird gecancelt, kommt nicht mehr zurück auf Twitch. Er übernimmt sozusagen seinen Platz, weil er halt mit Sinan die ganze Zeit gestreamt hat. Und Gazi dachte, wenn er mit dem Finger auf Sinan zeigt, dann ist das Ding hier gelaufen. Also wie es alle anderen machen so. Kaum hat einer Dreck am Stecken so, wird vergessen so, was er gemacht hat. Also Gazi zeigt mit dem Finger auf Sinan. Macht direkt am nächsten Tag, macht einen Witz. Da das Gold, dies, das und Sinan das Silber. Er geht nach Berlin, macht bei Ali Boumaier diese Geschichte. Das reicht auch nicht. Dann gucke ich, er ist mit Wollo unterwegs, hat mit Wollo einen Track gemacht. Und wir gucken hier Dokus die ganze Zeit. Und wir haben einige Dokus geguckt. Ja, wir haben Rocker-Dokus geguckt, arabische Clans, dies, das, Bane-Händler aus Holland und dies, das. Und unter anderem haben wir Enkeltrickbetrug. Ja. Wir haben viele Leute gesehen, die Enkeltrickbetrug gemacht haben. Und jetzt, Gazi, die Frage ist, ja, frage dich jetzt ehrlich, denkst du, ein Enkeltrickbetrüger ist besser als ein Sinan? Ja? Ja, definitiv, wenn ihr mich fragt. Beides ist ekelhaft, aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich so einen bevorzugen. Würde ich Gazi bevorzugen. Warum? Warum? Weil er ganz klar seine Strafe abgesessen hat. Okay, Gazi hat seine Strafe abgesessen, wofür auch immer. Ich weiß nicht, ob es das wirklich ist. Das ist auch, geht mich auch nichts an, das ist seine Sache. Aber Gazi hat sich sehr zum Positiven generell entwickelt und hat das Beste aus der ganzen Sache gemacht und ist auch sehr erfolgreich, sei ihm gegönnt. Okay, sei an dieser Stelle sei Gazi diese ganzen Sachen gegönnt und soll er noch mehr Erfolg haben, noch doppelt, dreifach, vierfach. Versteht ihr, was ich meine? So, weil ich ein Gönner bin. Ja, du redest darüber, dass du Kinder hast und dies und das und bla bla bla. Digga, du hast Leuten ihre Existenz genommen. Du hast einfach alte Leute betrogen. Du hast wegen Enkeltrickbetrug im Knast gesessen. Wer von euch weiß, warum Gazi im Knast gesessen hat? Warum wird das aber jetzt von ihm thematisiert? Verstehe ich ehrlich gesagt eher weniger, warum man jetzt sauer auf Gazi ist. Warum ist man sauer auf Gazi? Weil er Erfolg hat und das sein eigenes Verdienst ist. Er ist witzig, er macht seinen Content, er macht Gaming-Content, er macht sehr viele Dinge, hat mit sehr, sehr vielen Leuten sich connected. Wo ist das Problem, frage ich mich, und warum kommen die erst jetzt damit? Eventuell ist es ausgeschlossen, dass diese Konstellation Sinan und Gazi irgendwie wieder zusammenkommen, dass die irgendwie wieder gemeinsame Sache machen. Vielleicht ist das ja eventuell das Ding so, warum die sich jetzt aufregen oder er sich aufregt. Warum er das auch thematisiert und kein anderer, ist auch wieder so eine Frage für sich. Ich will mal sehen im Chat, schreibt mal eine 1, ob ihr es wusstet, ja, und ob ihr es nicht wusstet, eine 2. Wer von euch wusste, dass Gazi ein Enkeltrickbetrüger ist und deswegen im Knast gesessen hat? Das weiß keiner, glaube ich. Das wusste man auch vorher gar nicht, wenn das überhaupt stimmt. Keine Ahnung. Und was meint ihr, wie viele Leute von Gazi nicht wissen, dass er ein Enkeltrickbetrüger ist? Und wir haben das alles gewusst, also jetzt die ganzen Leute und so. Wir haben uns gedacht, ob so nach dem Motto, damit er nicht weiter irgendwelche Omas und so ausraubt oder was weiß ich, Gelder abholt, eine Chance gegeben. Aber Digga, du fällst deinem Kindheitsfreund in den Rücken, obwohl wir das sozusagen so lay low gehalten haben, nicht geredet haben. Wir sind heute irgendwelche Dings, ein Stream mit 500, ich hab dich doch gewarnt, ich hab doch gesagt, geh nicht mit diesem Kitsch live, hab ich gesagt. Ja? Du hast Sinan versucht ab, aber diesmal hast du mich ab. Ja? Ich hab dir das gesagt. Ich hab mir innerlich gewünscht, dass das nicht passiert. Ehrlich gesagt, was meinst du, wie lange das geht? Hast du dort gesessen die ganze Zeit, hast die ganzen Leute eingeladen, ja? Große Namen, wie ist das? Ja? Sei ihm gegönnt. Ja, wusste das. Wie viele Leute, die in deinem Stream waren, hätten sich neben dir gesetzt, wenn die gewusst hätten, dass du ein Enkeltrickbetrüger bist? Eine Frage. Ist das also Butter bei der Fische, gell? Sind die anderen drumherum irgendwie anders?
Und die haben die andere Sachen gemacht, andere kriminelle Sachen gemacht, die eventuell besser sind. Ich glaube, ich muss nicht erwähnen, was der eine oder andere generell in seiner Vergangenheit mal gemacht hat und was, wofür derjenige verurteilt wurde oder auch nicht. Ne? Oder es eine Frau zu fesseln, eine alte Frau zu fesseln an einen Stuhl und sie auszurauben, irgendwie was Tolles. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und er, der hier sitzt, beispielsweise genauso, der sagt es auch gleich. Der ist auch nicht ohne. Hat auch sehr viele Sachen gemacht. Ist auch okay. Das ist alles deren Sache. Ich weiß nur nicht, warum jetzt probiert, wird hier Ghazi, ich weiß nicht, zu canceln, schlecht zu machen. Warum? Ich verstehe nicht. Jeder hat doch irgendwo seinen Müll. So, in der Öffentlichkeit. Ich verstehe nicht. Du erzählst den Leuten, ja, bla, mein YouTube und so, mein Kanal wird dies und das gemacht. Du hast deinen eigenen Kanal gebottet. Du hast halt so diese Libo-Krankheit gehabt, ja? Du. Kanal gebottet. Also hier wird Ghazi vorgeworfen, dass er seinen Kanal gebottet hat. Okay, in Ordnung. Ihr anderen macht das nicht? Macht das keiner von euch? Echt nicht? Wirklich nicht? Habt ihr wirklich so viele Zuschauer auf Twitch? Ist das so? Ist die Zuschaueraktivität im Chat aus irgendwelchen anderen Gründen so niedrig und die generell die Subs, also ich meine nicht die türkischen Subs, ne, die paar Cent kosten, damit es hochgetrieben wird, damit die Zahlen so stimmen einigermaßen. Ich meine so generell. Nur so eine Frage am Rande. Nur mal so. Deswegen sage ich, Alhamdulillah, Gott sei Dank. Und ich danke jeden Einzelnen meiner Community, der supportet. Jeden Einzelnen, okay? Weil ich weiß, dass meine Zahlen echt sind. Auch wenn sie nur 3.000 bis 5.000, 10.000 Klicks machen. In Anführungszeichen nur, worauf ich sehr stolz bin. Ist super. Dankeschön auf jeden Fall an dieser Stelle an jeden Einzelnen, der mich jedes Mal supportet. Ihr seid die Allerbesten. Du hast den Hals nicht voll genug bekommen, ja? Genauso bei deinem Enkeltrick. Wer weiß, wie viele Enkeltricks du gemacht hast. Und irgendwann wurdest du gebastelt, weil du wurdest nicht bei deiner ersten Aktion. Du wurdest gebastelt, weil du den Hals nicht voll genug bekommen hast. Ja? Und das genauso hier auch, diese Geschichte. Bei YouTube. Du hast dich gebottet, bis sie deinen ersten Kanal geschlossen haben. Ja, du hast dir so viele Zuschauer gekauft, ja, in deinen Streams, dies, das. Du hast die Leute geholt, alle neben dich gesetzt. Die wenigsten Leute. Und glaub mir, ich bin mir 100% sicher, dass 99% der Leute sich nicht neben dich gesetzt hätten, ja, wenn sie gewusst hätten, was für einer du bist. Ah, jetzt wollen die quasi den wirklich so canceln. Verstehe, in Ordnung. Aber lieber Mock, du bist auch nicht von schlechten Eltern. Ne? Du hast eine Abmachung mit mir gehabt, okay? Du hast vor einer längeren Zeit deinen Kollegen aus Türkei, ne, der in dieser Gruppierung ist, mich anrufen lassen, weil du das nicht geklärt hast mit mir, weil du das nicht klären kannst, weil du nicht vernünftig sprechen kannst. Wir sind zu einer Übereinkunft gekommen, dass ich diese Doku, was ich machen wollte über dich, wo du eventuell sehr, sehr viel Dreck am Stecken hast, ne, und sehr viel Mist gebaut hast, so siehe deinen Tisch herum. Und das ist auch das einzige Video, was ich generell, du bist gerade hier, deswegen mache ich das Thema. Ansonsten werde ich dich gar nicht erwähnen, weil du, wie gesagt, in meinem Kosmos nicht existierst und dir generell, das ist für mich alles sehr, sehr fragwürdig, was ihr alle da tut, aber egal. Die Abmachung war, ich soll doch bitte das nicht rausbringen. Ich habe gesagt, in Ordnung, komm, egal. Hinterher hat der hier wieder sein Wort gebrochen. Obwohl sein Kollege sich für ihn stark gemacht hat und einfach nur auf korrekt gefragt hat. Und ich habe es ehrlich gesagt auch nur für einen anderen Kollegen gemacht. Okay? Den Namen, nicht mal diesen Namen will ich erwähnen. Auf korrekt, weil es ist mir nicht wichtig, ehrlich gesagt. Ob ich jetzt irgendwas anderes von dir aufdecke oder nicht, das interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht. Was du alles gemacht hast, nicht gemacht hast, kannst du selber sagen oder nicht. Es geht mich nichts an. Aber er hat seine Vereinbarung wieder mal aufs Neue gebrochen. Schon danach direkt, weil er sich danach hingestellt hat und gesagt hat, Panzer ist eingeknickt, weil ein Kollege angerufen hat. Nein, bin ich nicht. 100% nicht. Das andere ist, Vernunft wird hier mit Füßen getreten bei diesen ganzen Leuten. Das weiß ich ja. Und der gute Herr hat vor ein paar Tagen beispielsweise, wie mir zu Ohren gekommen ist, wieder die Twizy-Thematik aufgemacht und gesagt, das ist wie eine Schildkröte irgendwie da. Hat mich als Schildkröte dargestellt. Das ist für mich persönlich ein Front. Es ist mir völlig egal, wie das der ein oder andere sieht oder nicht sieht oder... Versteht ihr, was ich meine? Er tut sich an, er wollte den Frieden, hat sich an die Vereinbarung nicht gehalten und damit ist es mir alles auch generell, geht es mir am Arsch vorbei. Das Ganze geht mir am Arsch vorbei. Hier mache ich einen ganz klaren Punkt. Meine generell Online-Präsenz ist für euch verfügbar, wie für jeden anderen User hier im Internet. Reagieren, dies, das, macht alle, was ihr wollt. Ihr bekommt weder einen Strike oder sonstiges. Aber die Privatperson wird für euch nicht mehr verfügbar sein. Mein Telefon ist nicht für euch verfügbar. Mein Instagram ist für euch nicht verfügbar. Das alles existiert nicht. Wenn ihr irgendwas reden wollt, mit von irgendwelchen Gruppierungen, weil ihr selber nicht die Eier habt. Hier, Polizei. Redet mit denen, nicht mit mir.
Sagt denen ihr Anliegen. Tut denen ihr Anliegen. Ihr Anliegen könnt ihr da rauslassen. Ihr tut alles mögliche anzeigen, alles mögliche Dings, Falschaussagen tätigen. Geht zur Polizei. Geht zur Polizei. Das könnt ihr doch so gut. Geht direkt zur Polizei. Mit mir, ich bin gar nicht mehr generell euer Ansprechpartner für jegliche Gruppierungen, die sich in Zukunft neu entwickeln sollten, Rücken, die sich neu entwickeln sollten oder irgendwas oder die schon existieren. Ich bin für euch alle nicht mehr verfügbar. Absolut nicht. Ich bin nicht mehr für eine vernünftige Konversation hier generell mit meiner Privatperson am Start. Ende. Ende. Ich habe es mit viel Geduld versucht. Ich habe alles Vernünftige generell versucht, den Kürzeren gezogen, so gesagt, alles klar, ich lasse sein, in Ordnung. Und gedankt wurde es jedes Mal mit einem Schlag ins Gesicht. Jedes Mal mit Beleidigungen, Diskreditierung, Lügen. Und hier bin ich raus, Bruder, raus. Jeder, der mich kennt, weiß genau, wie ich ticke. Ich habe sehr viel Sabr, sehr, sehr viel Geduld. Aber meine Geduld hat auch ein Ende. Und mein Ende ist jetzt gekommen. Und ich sage euch klipp und klar, Bullis, Bullis, yalla, yalla, geh. Alles, was generell, nochmal, ich sage es sehr, sehr gerne, alles, was generell mich irgendwie abfuckt, landet sofort bei der Polizei. Okay? So macht ihr das nämlich. Genau so. Und warum soll ich der Idiot sein? Warum soll ich irgendwie der Idiot sein, der alles Mögliche wegstecken soll? Und diejenigen stellen sich dann auch hin und sagen, sie sind Gangster, sie sind Dings. Mann, wie alt seid ihr? Ihr seid YouTuber, ihr seid Twitcher, ihr habt nichts mit der Straße irgendwie am Hut. Ihr seid irgendwelche Kleinkriminelle, die wegen U-Bahn-Fahrkarten verknackt wurden und Graffitis im Knast gelandet sind. Wollt ihr mich alle verarschen oder was? Ihr seid alle so lächerlich, Alter. Das ist zu lustig. Wallah, es ist zu lustig. Und meine Zuschauer, auch wenn ihr nicht in dieser Thematik drin seid, ihr solltet es nur einmal wissen. Sorry für jeden Einzelnen, der dieses Video sieht, der das nicht so im Blick hat, diese ganze Thematik. Ich nehme es euch schon gar nicht übel. Es kommt gleich was anderes. Ja, es kommt gleich. Wir kommen gleich zu einem anderen Thema. Wir machen nur kurz das zu Ende. So wie du auch Sinan totgequatscht hast, wie du ihm vieles versaut hast, dass die Leute nicht dorthin kommen, hier hinkommen. Digga, meinst du nicht, wenn ich in Deutschland wäre, die Leute würden nicht zu mir kommen? Ich hätte so behinderte Leute eingeladen, Digga, glaub mir. Alle hätten sich kaputt gelacht. Aber ich bin ja alleine, ich muss alleine diese Show machen. So wie immer. Und jetzt, wir haben uns dein Spiel angeguckt, Digga, 2 Jahre lang. Wir haben nichts gesagt, 2 Jahre. Kaum hörst du, dass irgendeine Gefahr in der Luft liegt, fährst du zu Sinan und klingelst bei ihm. Warum hast du nicht Dings in der Zeit bei Sinan geklingelt, um dich bei ihm zu entschuldigen wegen dieser Sache? Warum? Weil es um deinen diesmal geht. Ja? Bei Sinan so war egal. Du wolltest einfach mitnehmen, so von Seite. Hast du gedacht, Sinan verschwindet von der Bildfläche und du übernimmst das Ding. Digga, wir werden alle beschuldigt. Ja? Wir werden alle beschuldigt. Leb damit, weil wir wissen doch alle, wir haben keine weiße Weste. Ich stehe dazu. Digga, ich stehe dazu. Ja? Ich war im Knast wegen gewerbsmäßiger Bankenhehlerei. Ja? Ich war im Knast wegen gewerbsmäßigen Bankendiebstahl. Ja? Und jetzt werde ich gesucht wegen Autoschieberei. Wie gesagt, Leute, genau das meinte ich. Genau das meinte ich auch im gestrigen Video. Ich glaube, es war gestern. Ich mache YouTube. Ich will alles andere als irgendwie, oder Musik oder Twitch. Ich will alles andere als irgendwie mit kriminellen Menschen irgendwie in Verbindung gebracht werden oder mit denen mich im Internet streiten oder so. Versteht ihr, was ich meine? Mit erwachsenen Menschen, die, wie gesagt, hier, guckt euch ihn an, ein gewisses Alter erreicht haben. Ganz sicher ist meine Zeit mir zu schade dafür. Ich will lieber lachen und so weiter, als so, mit so einem Quatsch mich dauerhaft zu befassen. Versteht ihr? Weil das ist lächerlich, Mann. Das ist richtig lächerlich. Bin ganz sicher nicht irgendwie hier auf der Straße, dass ich mich mit irgendwelchen Leuten so... Versteht ihr, was ich meine? Oh mein Gott. Ich war im Knast wegen Graffiti. Ich war im Knast wegen Körperverletzung. Wegen all den Sachen. Ich war im Guck mal, meine Weste ist rein. Meine Weste ist rein. Ich habe nicht einen einzigen Eintrag in meinem Führungszeugnis. Nicht einen einzigen. Gott sei Dank. Okay? Und inshallah bleibt das auch so. Knast und so, erzähl den Leuten, warum du im Knast warst. Ja? Und im Knast laufen. Nicht so wie du, Digga. Ja, jeder wusste, warum du im Knast bist. Ja, alle Leute in Essen wissen, alle Leute in NRW wissen, warum du im Knast bist. Welchen Leuten bist du denn unterwegs? Aus dieser Szene aus NRW. Ja? Aber wie soll ich denn diese ganze Sache verstehen? Also wenn der jetzt beispielsweise Szene akzeptiert hätte und wieder zurückgenommen hätte oder wenn die wieder zusammen verbandelt wären, dann wäre das okay gewesen. Dann wäre sowas nicht rausgekommen oder was? Jetzt, wo der nicht möchte eventuell, was ich hier nicht weiß, aber allen Anschein nach, wird ihm das jetzt so ausgelegt, dass er ja ein Enkeltrickbetrüger ist und so schlimm ist, ne? Wofür er seine Strafe abgesessen hat, wenn das so sein sollte. Ja? Wer chillt denn mit dir? Du hast die ganze Zeit auf Saubermann gemacht, hast deinen Vorhang runtergezogen, hast du getan so, als ob diese ganzen Sachen nicht existieren würden und machst da Ansagen und so. Du bist in all deinen Sachen, die du machst, bist du alleine. Ja? Leute, die ein bisschen klug sind, so, die checken das. Und du hast gedacht, du fährst gut damit. Ja, bei uns im Türkischen sagt man, Yalancı mumu
Ja, Zia Kadarianat. Ja? An dieser Stelle auf jeden Fall einmal zu Gazi gehen, ein Like da lassen, einen schönen Kommentar da lassen. Ja, bei Gazi. Der macht auch sehr, sehr unterhaltsame Streams. So, an dieser Stelle. Eine Kerze brennt nur bis morgens, irgendwann ist sie weg von einem Lügner. Und so ist das auch bei dir, Digga. Die Kerze ist einfach aus jetzt. Jetzt musst du dir was Neues einfallen lassen. 500, 600, 700.000 Zuschauer waren dir das wert. Ich hab dir gesagt, geh nicht mit ihm live. Was ziehen dann ab? Jetzt hast du mich abgefickt einfach damit. Jetzt geh einfach live und mach das Beste draus. Aber so, dass die Leute das wissen. Wallah, ja, die ganze Zeit Rücksicht, bis wohin. Wie kannst du es wagen, dich dorthin zu setzen und über Sinan schlecht zu reden? Ja? Was? Hat er schlecht geredet? Ich weiß gar nicht. Ich habe das, wie gesagt, ich verfolge das auch nicht, aber werde mir das auf jeden Fall anschauen, wenn es so sein sollte. Alte Leute betrogen, um ihr Hab und Gut, Existenzen ausgelöscht. Wer weiß, wie viele Leute dieses Gericht miterlebt haben. Vielleicht. Sorry, aber über Moral und so muss der sich gar nicht äußern. Ne? Nur mal so am Rande. Musst du dich nicht äußern über Moral oder irgendwie sowas, über Ethik oder so. Sind die Leute schon gestorben, bevor du verurteilt wurdest? Alte Menschen, Digga, die ihr Leben lang gearbeitet haben, einfach betrügen mit irgendwelchen Sprüchen. Ja? So, wie geht sowas? Das ist das Allerletzte. Geh klauen. Wallah billah, geh klauen, Digga. Geh bei Gras, Digga, rein. Dafür braucht man Eier. Künstliche Gangster abzuziehen, dies, das oder irgendwas zu machen. Aber alte Leute ausrauben, das ist keine Kunst. Dafür braucht man keine Eier. Gegenteiliger, ja, Menschen zu... Ja, selber zu telefonieren und zu reden, dafür braucht man auch Eier. Was sehr viele nicht können anscheinend, müssen andere Leute andere anrufen lassen, um irgendwas zu klären, wegen einem YouTube-Video. Wow, bin ich gelandet. Zu traumatisieren, dort anzurufen und zu sagen so, ja, ihr Kind hat einen Unfall gehabt oder was weiß ich. Ein Plan, Digga, ich bin im Knast, ich brauche eine Kaution, ich habe jemanden überfahren, diese ganz ekelhaften Tricks. Und dann machst du eine Doku, arabische Großfamilien im Visier. Dann bist du in einer Doku, machst du auf Gangster. Sagst du, ich bin Rapper und dies und das und bla bla bla. Ich dachte, er ist Gangster, Gazi. Jetzt auf einmal nicht mehr, oder was? Jetzt auf einmal ist er nicht mehr cool, jetzt ist er nicht mehr so nett, oder was? Oh, schade. Oh, böser Gazi, böse. Du machst richtig auf Mann. Ja? Warum hast du nicht in dieser Doku gesagt, dass du, wenn sie dich gefragt haben, so, ja, was, wegen was waren sie denn im Gefängnis? Warum hast du nicht gesagt, ich habe alte Menschen um ihr Hab und Gut betrogen? Ja? Sei doch real, Digga. Eieiei. Die dreckige Wäsche wird immer von denen hier komischerweise gewaschen. Jedes Mal. Reiner Zufall. Wenn du. So, das war's auch mit diesem Thema, gell? Und ich werde dieses Thema nicht nochmal anschneiden. Nur damit ihr Bescheid wisst, egal wer antworten sollte, es interessiert mich nicht. Ihr braucht mir auch nicht irgendwie zu schreiben, dass derjenige irgendwas über mich gesagt hat oder sonstiges. Das interessiert mich nicht. Wie gesagt, die können direkt zur Polizei gehen. Die können da sich beschweren. Aber bei mir gibt es das nicht mehr. Alles, was generell zu mir kommt, nochmal landet direkt bei der Polizei. Oh. So, jetzt kommen wir zu einer Sache, die aufgeploppt ist, wo ich mir dachte, was? Weil bei dieser Thematik, was jetzt ist, da verstehe ich gar nichts mehr. Weil hier ist ein YouTuber, den ich hier und da mal vielleicht gesehen habe, mir aufgeploppt ist. Aber jetzt, wo irgendwie Manuelsen-Ansage irgendwas stand oder was weiß ich was, ne, hier Antwort an Manuelsen heißt das Video, da habe ich mir gedacht, was geht hier ab? Was ist hier los? Was hat er denn jetzt mit ihm? Und irgendwie haben die miteinander ein Problem. Wenn du Hurensohn gerade erst auch scheiße auf den Hurensohn schmeißt, den weg, mit der Hurensohn, Wanda. So, das ist tatsächlich das erste Mal in meinem Leben, dass ich auf etwas so reagiere, ohne dass ich mir das so vorher wirklich angeguckt habe. Ich habe das kurz überflogen, das Ganze. Und deswegen, ja, Manuelsen hat reagiert, was mich sehr gewundert hat, um ehrlich zu sein, weil das war jetzt nicht mal ein Video, wo er irgendwie viel, klar, er war im Titel und sowas. Ich habe ihn halt in ein paar Memes eingebaut und er war im Titel drin, aber das Video ging jetzt nicht explizit über ihn, deswegen, ich bin gespannt. Aber krass, ja. Wer ist dieser Orospuchuchu? Wer ist das? Ich weiß nicht mal, was Orospuchuchu heißt. Nichts Gutes, Brody, nichts Gutes. Du weißt komplett ernst, ich hab keine Ahnung, was es bedeutet. Ich muss es echt googeln. Und zu diesem, wie heißt der überhaupt? Ari, wie heißt der? Ari. Ey, der tut sehr sportlich reagieren, gell? Das sage ich euch schon. Ich habe ein paar Minuten geguckt. Der tut sehr, sehr nett reagieren. Keine Ahnung. Die Szene wurde mir vorgeschickt, das hatte ich gesehen. Er probiert jetzt so lustig zu machen und so Memes zu machen aus so ernsten Angelegenheiten und. Das ist also ein YouTuber, der Memes macht. Oh, ganz, ganz schlecht. Ganz, ganz schlechte Karten hast du bei Manuelsen. Ganz schlecht. Wow. Vor allem so ernsten Sachen. Das war schon immer meine Art. Also ich hab, glaube ich, jedes Thema, was irgendwie so ein bisschen ernst war, habe ich ab und zu eigentlich auch mal ernst behandelt, aber Humor habe ich immer mit reingebracht. Also eigentlich, ihr kennt meinen Kanal, 95% davon ist eigentlich Humor, egal wie ernst das Thema ist. Ich meine, so YouTube-Themen, die so behandelt wurden,
habe ich immer vielleicht so ernst meine Meinung dazu gesagt, aber auch immer so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Ihr wisst, wie ich meine, so mit Memes und sowas. Ich denke, das kam ja auch eigentlich immer ganz gut an. Also ich habe dafür eigentlich nie Hate bekommen, außer von so einzelnen Personen. Aber die Mehrheit hat es eigentlich immer voll gut aufgenommen. Ihr feiert den Content ja. Also was heißt, ich mache mich über die Situation lustig. Ich habe halt über das Thema ein Video gemacht und ein bisschen meinen Humor mit reingebracht. Ihr kennt das so. Und dieser junge Herr hier versucht sich darüber lustig zu machen, wie wir die Sache aus unseren Augen sehen. Wir vom Blockstars, wir waren die Einzigen, die die Sache mit sehr nüchternen Augen gesehen haben. Ich denke auch. Ich sage euch ehrlich, also ich fand so wie Manuelsen, klar, wie gesagt, ich habe das in ein paar Memes jetzt eingebaut, aber ich habe doch selber gesagt, ich habe gesagt, Manuelsen ist bestimmt, wenn man mit ihm befreundet ist, ein absolut loyaler Freund und er ist der Einzige, der versucht hat, Mois zu helfen. Ich habe das sogar erwähnt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt untergegangen ist bei denen oder... Kommen halt so Kackvögel daher wie er. Das wird nur beleidigen. Das ist so hart zu sehen. Irgendein random, wirklich, irgendein YouTuber, der einfach nur reagiert oder seinen Senf gibt, ein bisschen Humor. Boah. Die ein bisschen auf das YouTube-Money angewiesen sind und probieren aus jedem Scheiß ein Video zu machen und schreiben. Es ist immer interessant, wenn Leute sagen, ja, du bist aufs YouTube-Money angewiesen, weil die einfach nur den YouTube-Kanal sehen. Also ich meine, die sehen einfach einen YouTube-Kanal, wo die Videos kommen und denken, okay, ich weiß, ich kenne jetzt sein ganzes Leben so und ich weiß jetzt, dass er oft das ohne YouTube könnte er nicht leben. Ist immer witzig so, weil oft ist es einfach nicht der Fall und bei mir ist es genauso wenig der Fall, aber okay. Damit leiten wir auch in. Es ist auch vollkommen okay, wenn jemand aufs YouTube-Money angewiesen ist, ist doch nichts Schlimmes dabei. Im Endeffekt machen alle irgendwo Content und jeder, der sagt, er macht das nicht für das Geld und nur für das Entertainment, nur weil er gerade Zeit hat, das ist eine Lüge, 100%. Denn mit Videos verdient man Geld. Das weiß ja jeder, sonst würden die nicht ihre Monetarisierung anmachen. Versus Manuelsen. Okay, guck mal, ich will euch mal was zu Thumbnail und Titel sagen. Und zwar, bei der Art von Content, die ich habe, ist es immer so, ihr wisst ja, man hat so den Humor und sowas. Und da ist auch oft der Fall, dass Thumbnail und Titel witzig sein soll. In dem Video gab es einfach eine Szene, die übrigens nicht von mir war, Manuelsen. Das haben Leute auf TikTok hochgeladen, genauso wie viele andere Memes, da auch mit der Prinzenrolle. Das haben andere Leute hochgeladen, was auch schon hunderttausende Klicks hat auf TikToks, teilweise auch Millionen Klicks. Ich habe es einfach nur recycelt und jetzt wird hier gegen mich eine Ansage gedroppt, warum auch mal. Also, das ist auch ein Punkt, den ich nicht verstehe. Aber gut, das kommen wir gleich. Wenn man halt so Meme-Content macht wie ich, und das ist halt nun mal mein Kanal, das muss ja nicht gefallen, dann gehört auch dazu, dass... Das ist der Punkt, es muss niemandem gefallen, aber das ist was ganz Normales. Wenn man eine berühmte Person im Internet ist, wie Manuelsen, dann, versteht ihr, wie ich meine? Bei Montana Black gibt es, ich will jetzt auf keinen Fall Montana Black hier irgendwie mit Manuelsen vergleichen, aber ihr seht, wie das auch hingenommen werden kann, ja? Mit Humor... Und er lacht sich selber kaputt darüber. Das ist genau die richtige Wahl und Variante, mit sowas umzugehen und nicht jeden zu beleidigen und ach, was noch gleich kommt, ist auch witzig. Dass Titel und Thumbnail-Memes sind. Ich meine, wenn du hast ja jetzt schon ein bisschen was vom Video gesehen, du siehst ja, dass alles einfach nur scheiße Gelaber ist. So, das ist halt lustig, es soll lustig sein. Es ist einfach Humor, nichts von dem Video, so gut wie nichts von dem Video ist ernst zu nehmen, außer das, wo ich dich gepusht habe und gesagt habe, du bist wahrscheinlich guter Freund, was nicht mal so aufgenommen wurde, aber egal. Dann ist ja klar, dass auch Thumbnail und Titel nicht so ernst gemeint ist. Also das ist, ich weiß nicht, ob er das so ernst interpretiert, aber guck mal, das Ding ist, selbst wenn man den Humor von jemandem nicht fühlt, er versteht doch, dass es Humor ist. Er muss es ja nicht lustig finden. Das ist Humor, ja. Aber er muss ihn ja nicht mögen. Darauf will ich hinaus. Und ich will kurz mal klarstellen, dass ich kein Bastard bin. Wenn er auf mich zukommt und sagt, ey Arvin, guck mal, der und der Teil hat mich gestört, das und das war so und so, könnte man absolut... Das geht nicht, das wird nicht so passieren. Das ist eher anders. Nimm runter! So wird das hier formuliert. Und nicht, ey, das, was du da gemacht hast, ist nicht so cool oder so. Nein, da wird geschrien. Da wird geschrien. So ein Ding ist das. Darüber reden. Aber jetzt einfach so diese Streams zu starten, mich halt so zu beleidigen und ich find's nicht cool. Aber wie gesagt... Das findet keiner cool. Aber ihm ist das völlig egal. Es ist in Ordnung. Wir schauen weiter. Ihr seid... Guck mal, du bist ein Fan. Du bist ein Fan und du bist ein Lappen, weil ohne meinen Namen in deinem Leben nichts passiert. Okay? Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Also ich... Das habe ich auch nicht ganz verstanden, weil, schaut mal hier, das ist sein YouTube-Kanal und er hat 270.000 Abonnenten. Und sein Content sieht nicht so aus, als ob das dauerhaft über Manuelsen wäre. So, eigentlich überhaupt gar nicht. Deswegen frage ich mich genau, was überhaupt sein Problem ist und er kann nicht ohne ihn leben. Also es ergibt gar keinen Sinn. Wie weit soll ich runterscrollen, bis ich irgendwas über Manuelsen sehe? Ich weiß es nicht, aber ist auch egal. Sieht auf jeden Fall nicht so aus. Ich habe, ich glaube, 500 Videos oder so online auf YouTube. Ich weiß nicht, was die genaue Zahl ist. Vielleicht so 300 bis 500 Stück. Manuelsen habe ich hier und da mal als Meme benutzt, genauso wie die meisten anderen Creator, die irgendwie Meme-Content machen. Und insgesamt, ich weiß nicht, also rein prozentual würde ich jetzt mal schätzen, macht Manuelsen vielleicht 0,5% meines Contents aus. Ich weiß, also Fan bin ich nicht. Ich kenne kein Lied von ihm, muss ich ehrlich sagen. Ich liebe seine Interviews. Die sind halt lustig so. Interviews, ja, Entertainment pur.
Seine Videos teilweise witzig, teilweise komisch. Also anders komisch, weil er halt sehr oft beleidigt, was das unsympathisch macht. Musik? Fragezeichen. Da schaut man ab und zu mal rein und ich mag halt die Memes, aber ich bin an sich, ich weiß nicht, was er mit Fan meint. Ich habe nie wirklich viel über ihn gemacht. Ich habe ihn ein paar Mal in Memes eingebaut und ja, deswegen, wie gesagt, ich kenne kein Lied von ihm und das ist nicht als Angriff gemeint. Ich kenne ihn nicht so. Ohne meinen Namen passiert in deinem Leben nichts und du brauchst das gar nicht so hinzustellen, als ob man das jetzt so als Meme machen muss und lustig machen muss. Ja, aber so ist es halt. Also ich weiß nicht, weil ohne meinen Namen passiert in deinem Leben nichts. Ich verstehe die Aussage nicht. Ich hoffe, wir haben eben gerade seinen YouTube-Kanal uns angeschaut. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ob er ihn vielleicht verwechselt oder so, ich weiß das nicht. Ich habe einfach ein Video gemacht, wo ich ihn ab und zu eingebaut habe. So. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist, ohne meinem. Es ist nicht mal böse gemeint von dem Kollegen hier, wo ich nicht den Namen gerade weiß. Hier unten, ne? Das ist gar nicht böse gemeint von dem. Absolut nicht. Warum er jedes Mal alles und jeden direkt fertig macht und beleidigt, ohne meinen. Hey, hast du zu mir auch gesagt? Muss ich hier keine Hehl draus machen? Ohne seinen Namen. Machen wir alle keine Klicks und wir benutzen seinen Namen nur wegen Klicks und hin und her. Ja, in der ein oder anderen Thematik ja, weil jeder weiß, wie du im Internet reagierst. Natürlich, klar. Genauso geben wir auch dementsprechend Props, mehr oder weniger. Ob es eine Quellenangabe ist oder generell. Unsere Zuschauer, unsere Community beispielsweise sehen ja auch dann dich und deine Videos. Aber der große Manuelsen sagt dann Folgendes. Ich brauch euch nicht, ihr braucht mich. So dick ist es. Und das ist, wie gesagt, etwas Herablassendes. Aber gut, sei so, wie du willst. Das ist deine Sache. Aber dir, Manuelsen will kein was Böses. Aber das versteht er immer falsch. Er tut alles, wie gesagt, aus seiner eigenen engstirnigen Sicht sehen. Und der Junge hier unten, wie gesagt, hat absolut niemanden irgendwas getan. Oder ihn beleidigen wollen. Will da auch keiner. Versteht ihr, was ich meine? Namen passiert in deinem Leben nichts. Es ist... Also ich weiß, ich verstehe es nicht. So lustig machen muss, weißt du, wie ich meine? Ja, wenn es nicht gefällt. Wenn er einfach nur darüber lachen würde, würden die Leute das feiern. Die würden das absolut feiern. Da wird viel mehr gefeiert werden. Manuel, wenn er einfach mehr Humor in die ganze Sache reinbringt und das alles nicht so ernst nimmt. Warum nimmt man die ganzen Sachen so ernst? Warum? Ist ja okay. Also dann tut's mir leid. Ich meine es ernst, dann tut's mir halt wirklich leid. Weil, guck mal, ich bin ein Mittelpunkt deines Lebens. Ich verstehe es nicht. Also das ist doch nicht so schwer zu erkennen. Einfach auf den Kanal zu gehen und zu sehen, okay. Er ist ein Mittelpunkt deines Lebens. Verstehe es einfach. Der macht Satire-Content, der macht so... Ich weiß, wir hatten das Problem schon so oft. Also ich check nicht, ob die Leute das einfach so sehr triggert, dass sie so benutzt werden als Meme, dass sie halt einfach sowas sagen, was einfach komplett nicht richtig ist. Du brauchst mich nicht, ich brauch dich. Darüber musst du dir immer... Umgekehrt. Du brauchst ihn nicht, aber er braucht dich. Du brauchst mich nicht, ich brauch dich. Okay, er hat sich versprochen. Aber er braucht dich. Ja, sag ich doch. Nee, du hast es gerade falsch rum. Okay, guck mal, Manuel, ne? Bei allem Respekt, wie soll man sowas nicht als Meme benutzen? So, ich meine, wenn... Das ist wirklich nicht respektlos gemeint, aber sowas passiert halt in eurem Stream und sowas passiert euch oft. Sowas passiert euch endlos und das... Das ist nur, versteht ihr, das ist witzig einfach nur, das ist nichts Böses. Das ist halt der Humor von der Jugend, wenn man sich halt so ja. Hart verspricht und sagt, ey, damit du Bescheid weißt. Aber das macht auch einen sympathisch, versteht ihr, was ich meine? Das macht doch einen sympathisch, Stück weit. Ich weiß nicht, warum man das alles so eng sieht und als so krass angesehen werden möchte und so... Keine Ahnung was, ne? Ich brauch dich, du brauchst mich nicht. Also der verspricht sich halt und es ist halt witzig in so einem... Ich halte mich halt zurück und benutze das jetzt nicht als Meme, aber ihr müsst doch verstehen, woher das Ganze kommt, so. Du brauchst mich nicht, ich brauch dich, okay. Okay, Entschuldigung. Und darüber solltest du dir zu denken geben, wer sich hier eigentlich über wen lustig machen sollte. Vielleicht so... Mach dich mit Liebe über mich lustig. Ich mein's ernst. Also ich muss sowas doch wegstecken können. Ich gehe sogar so weit und sag, du kannst ja. Von mir aus, weil du bist größer, stärker als ich. Du hast wahrscheinlich damit kein Problem, dich über mich lustig zu machen, auch was mein, auch in einer anderen Form. Also wenn du jetzt zu mir sagst, ja, wenn du bist hässlich, dann fühle ich mich davon wahrscheinlich weniger angegriffen, weil, keine Ahnung, es juckt mich halt einfach nicht. Wenn ich jetzt so betrachte, warte, wir begutachten diesen guten Hermann. Oh, okay. Ja gut, also geht's jetzt aufs Äußere. Okay. Ich begebe mich mal ganz kurz auf sein Niveau. Hier sehen wir Avi Rano, okay? Öle bi Vitamin Cis Orospu Chojo. Was heißt das? Ich weiß wirklich nicht, was das heißt. Ich muss mal googeln. Der keine Ahnung von Style hat, keine Ahnung von Hautpflege hat. Okay, also er greift jetzt offensichtlich. Das ist einfach Hautpflege. Einfach Hautpflege, Bruder. Oh, wow, wow. Mich als Person an. Was ich würde persönlich sagen, ich habe das meiner Meinung nach nicht gemacht bei Manuelsen. Ich habe Sachen, die er öffentlich gesagt. Boah, hättest du das gemacht? Weißt du, was abgegangen wäre, wenn du das gemacht hättest? Aber er darf das. Habe ich in Memes mit eingebaut. Keine Ahnung von seinem Friseur, hat er auch schon Wochen nicht mehr gesehen. Ich habe den Taper Fade hier gestern frisch gemacht. Ich habe selber mir einen Taper Fade gemacht. Feier ich. Sieht gut aus.
Macht, ich bin ehrlich, so. Ist gar nicht so schlecht, wa? Hat wahrscheinlich nicht mal eine geile Alte neben sich. Oh, das ist tatsächlich auch wahr. Jetzt wird sie sehr persönlich. Sitzt da, ist behaart. Behaart wie ein kleiner Affe. Behaart bin ich. Behaart wie ein kleiner Affe? Okay. In der Tat. So mit dem Aussehen, kein Wunder, keiner lässt den ran. So gelbe Haut und. Gelbe Haut. Gelbe Haut. Ich sag mal dazu gar nichts, Bruder. Ich sag mal dazu gar nichts. Besser. So gelbe Haut und so total durchblutete Finger und durchblutete Füße hat mit so roten. Worum geht's hier gerade? Ich check das nicht. Du kleiner Simpson. Der stinkt bestimmt auch. Der sieht aus, als ob der stinkt, als ob er sich nicht viel. Boah, wie banal, einfach. Einfach, der sieht aus, als ob er stinkt. Das ist wie früher in der Schule, wenn man jemanden beleidigen wollte, einfach so. Ich glaube, der stinkt. So wie der aussieht, bin ich mir sicher, er wäscht sich nicht. Legt, gibt auf Duschen gibt er auch keinen Fick. Also, sorry, aber ich dusche zweimal die Woche. Ich weiß jetzt nicht, warum das jetzt. Deine Freunde sind genauso Lappen wie der, weil kein vernünftiger Mann, der ein bisschen was auf sich hält, will sich mit denen an einen Tisch setzen. Was? Jetzt werden auch noch die Freunde von ihm beleidigt. Das muss ich den Jungs zeigen. Zeigt auch, dass er aus einer. Aber er macht's genau richtig. Genauso sollte man reagieren. Genauso, so nicht anders. Hut ab. Wirklich sehr cool reagiert. Bis jetzt. Gerade nicht sehr strengen Familie kommt. Weißt du, seine Eltern waren nicht streng. Seine Eltern haben ihn bestimmt nicht. Naja, guck mal. Das Ding ist einfach, ich kann nur von mir reden. Mein Leben war nicht unbedingt dauerhaft schön. Okay, kann man sich ja vorstellen, ne? War nicht unbedingt schön, aber ich danke dem lieben Gott für alles. Das Ding ist aber, gerade weil alles immer so ernst ist im Leben, immer so nervig ist, ist es doch schön, wenn man ein Video macht oder sonstiges im Internet und ein bisschen mit den Leuten lacht. Versteht ihr, was ich meine? Ein bisschen Humor. Und genau das macht der Dude hier oben. Nichts anderes, wie ich verstanden habe. Ohne seinen Content jetzt selber mir angeschaut zu haben, ne? Muss ich fairerweise ja sagen. Wie er selber hier sagt. Und da finde ich das ganz positiv. Ich selber bin von meinen eigenen Videos manchmal genervt, weil ich einfach eventuell das zu früh aufnehme oder so, weil ich anders nicht kann und keine Ahnung, um 3 Uhr morgens oder so ein Video mache und dann das hochlade und dann eventuell negativ drauf bin, müde bin oder irgendwie sowas oder das Thema einfach nicht schön ist und nicht lachen, wo man nichts zu lachen hat, so dann bekomme ich selber Abtanz auf meine eigenen Videos. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist doch schön, wenn jemand positiven beziehungsweise lustigen Content bringt. Dauerhaft Negativität, dann vergiftet man sich selber damit. Deswegen sage ich ja bei vielen Sachen so, möchte ich gar nicht mehr reagieren. Auch das der erste Teil. Ich habe jetzt dazu etwas gesagt und das lag mir auf dem Herzen. Das habe ich jetzt gesagt und das ist jetzt raus. Aber damit hat sich diese Sache auch gegessen. Ich möchte diese Sache auch nicht mehr thematisieren, weil das einen selber vergiftet und ich damit dann auch euch vergifte und mit diesen unnötigen, meines Erachtens nach unnötigen, irrelevanten Menschen, damit meine ich nicht Gazi, irrelevanten Menschen irgendwie hier thematisiere. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube ja. Haben ihnen nichts beigebracht, keine Werte beigebracht. Doch, ich komme tatsächlich aus einer sehr strengen Familie, aber das ändert nichts an dem, dass eigentlich alles cool ist mit meiner Familie. Ich habe ein perfektes Verhältnis zu meinen Eltern. Ich wurde sehr gut erzogen. Ich habe, glaube ich, die beste Erziehung, die man haben kann. Finde ich sehr schade, dass er das, dass er gerade meine Eltern disrespektet. So gesehen, der sagt ja, okay, ihr habt keine gute Erziehung gemacht, aber ist ja okay, kann er so sehen. Wenn ihm das nicht gefällt, was ich online mache, dann ist das in Ordnung. Wie gesagt, ich finde es nicht so cool, dass man jetzt die Person an sich angreift. Macht dich über mich lustig als Creator, macht dich über Avirano lustig, aber er macht sich halt gerade über Arvin lustig. Muss man so hinnehmen. Er hat vor zwei Wochen seine Zahnspange abbekommen. Abu Sainik. Wann hat seine Zahnspange abbekommen? Ich feier den Linken, ist es so. Zitat bei Allah, ich hatte nichts mit San Diego. Und natürlich wird's... Jetzt verteidigt er den Islam. Bruder, vorhin hat er deinen Abschnitt genommen, wo du gesagt hast, Natallah alayhi. Mhm. Ne? Sitzt also, ja, wenn die Leute im Flugzeug sitzen und dann einer sagt, Natallah alayhi, Natallah alayhi. Der weiß noch nicht, was Natallah alayhi übersetzt ist. Und er sitzt dann und... Aber er hat doch eben gesagt, Zitat. Er zitiert jemand, oder? Will sie jetzt zur Rechenschaft ziehen und sagen, die benutzt das Name Allahs, benutzt das Name Allahs und will ja sagen, und will ja darauf jetzt gerne darauf festmachen, dass sie jetzt am Lügen. Bro ist onto nothing, Digga. Was ist gerade, hä? Also was meint er damit? Ich glaube, man hat jetzt doch nicht gecheckt, was er meint. Was hat er, also ich verstehe es nicht, was meint er gerade? Ich habe gesagt, ich habe den Islam verteidigt und dann habe ich gesagt, dass es schlimm ist, weil Anis gesagt hat bei Allah. Anis hätte genauso nicht bei Allah sagen können. Ich habe Anis nur zitiert. Ich habe nur gesagt, dass Anis geschworen hat, dass sie etwas nicht gemacht hat, obwohl sie es gemacht hat. Das war der Sinn davon, warum ich bei Allah gesagt habe. Ich habe einfach nur wiederholt, was gesagt wurde. Sie hätte genauso was anderes sagen können. Das hat nichts mit... Hä? Bro, ich verstehe das nicht. Also was ist hier gerade passiert? Guck mal, bei Manu Elsen ist es so. Bei Manu Elsen Hauptsache lustig machen. Deswegen sagen auch... Es ist lustig. Meistens ist es lustig und sehr verstörend.
Schreibt mir in die Kommentare, wenn ich hier irgendwie falsch liege, wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ich habe zwar Jokes gemacht, aber ich verstehe nicht, warum diese Props hier nicht empfangen wird. Ich habe gesagt, ey, offiziell, Manuelsen ist der Einzige, der Mois gerade hilft. Ich habe gesagt, Manuelsen ist bestimmt ein krass loyaler Freund, wenn er mit ihm befreundet ist. So, klar, ich habe mich über Memes lustig gemacht, aber ich habe ja auch was Positives gesagt. Ich lade dich gerne ins Blockstar-Studio einmal ein. Offene Debatte. Offene Debatte. Ja, setz dich hin und wir führen eine offene Debatte, was du auf den Herzen hast, was du seit Jahren mit mir machst. Weil er Memes macht? Manuel hast. Ich wäre grundsätzlich bereit für sowas, aber ich weiß nicht, was jetzt, worum jetzt genau die Debatte handeln soll. Und wie ich verstanden habe, benutzt er nur existente Memes. Er erstellt die ja nicht selber, aber okay. Nichts mit dir seit Jahren. Wie gesagt, ich mache ganz normalen YouTube-Content. Ich bin, wie gesagt, an sich offen für so normal mit jemandem, dass man sich trifft und darüber redet. Aber ich weiß halt jetzt nicht genau, worüber man jetzt reden soll. Ich habe gesagt, was mir auf dem Herzen liegt. Du hast gesagt, was dir auf dem Herzen liegt. Ich habe kein Problem mit dir. Ich hatte nie ein Problem mit dir. Du warst nie der Mittelpunkt meines Lebens. Mein Content besteht aus Memes. Ich benutze alle als Meme. Du bist nicht der Einzige. Du bist sogar einer von denen, die ich eher ab und zu vielleicht mal benutzt habe. Also es gibt ja Kandidaten, die sind wesentlich mehr von betroffen und die haben nie irgendwas dazu gesagt, aber okay. Bruder, du bist nicht Manns genug, dass wir dir in die Fresse hauen. Weil du bist wirklich ein sehr, sehr ungepflegter kleiner Lauch, Bruder. Wenn er kein ungepflegter kleiner Lauch wäre und in der einen oder anderen, aus der einen oder anderen Sicht ein Mann wäre, stämmig von mir aus, dann darf man ja aufs Maul hauen oder was? Wegen Memes, bei aller Liebe. Hä? Warum immer mit Schlägereien? Warum? Ich verstehe es nicht. Was beruft dich, jeden Tag hier ins Internet zu kommen, um so Sachen zu quatschen? Hey Leute, ich kann mir nicht aus zeitlichen Gründen alles reinziehen, was der Dude hier oben macht. Hat er jetzt wirklich Manuelsen richtig getriggert, beleidigt, richtig ins Lächerliche gezogen, so dass man sagen kann, weißt du was, du hast irgendwas gegen mich, ich bin Mittelpunkt deines Lebens und so weiter. Ist es so? Ich bin verwirrt. Ich sage euch ehrlich, ich bin verwirrt. Wenn es so ist, wie er sagt, dann übertreibt Manuelsen wieder maßlos. Ist nichts Neues so. Sehr schade. Die Zuschauer, also die Zuschauer feiern es, es kommt gut an. Die meisten Leute haben kein Problem damit. Es waren über die Jahre immer nur vereinzelt Leute. Jeder feiert's. Und ich würde sagen, jetzt mal um mir selber auf die Schulter zu klopfen, weil vielleicht mache ich es einfach so gut, dass die Leute halt verstehen, dass es einfach Humor ist und dass sie es einfach nicht ernst nehmen. Ich verarsche mich ja auch selbst. Wie oft verarsche ich mich, dass ich ein kleines... Aber das gibt ihnen auch Reichweite, ob man will oder ob man das hören will oder nicht. Es gibt ihnen auch mega die Reichweite. Diese ganzen Memes, die aus ihnen gemacht werden, der sollte das eher belächeln und als Humor sehen und nicht als Angriff. Absolut nicht. Keiner will ihnen irgendwas Böses oder wollte ihnen irgendwas Böses. Und er, wie man hört und sieht, gar nicht. Manuelsen beleidigt ihn die ganze Zeit und der lächelt nur und tut noch ganz normal reden. Wisst ihr, was ich meine? Ist nicht cool. Nein. Klein hab, das kriegt niemand, was von mir will. Die meisten Leute verstehen es eigentlich. Ist auch den Sachen nicht so erhaben, wie du gerade tust. Warum stellst du dich da hin und redest über Leute und über ihre Kinder, wenn du so gerade erst aus dem Kinderzimmer gekommen bist? Jetzt ist tatsächlich das H-Wort gefallen, ja? Das ist, ich find's interessant, dass... Das sind noch ganz andere Wörter gefallen auf anderen Sprachen, so, die du nicht verstanden hast, allen Anschein nach. Ich habe gedacht, der tut nur so, als ob er sie nicht versteht, aber ich glaube, er hat sie wirklich nicht verstanden. Gekommen bist. Jetzt ist tatsächlich das H-Wort gefallen, ja? Das ist, ich find's interessant, dass er bis die ganzen 14 Minuten nichts gesagt hat, aber das jetzt gegen Ende droppt. Ja, wie gesagt, ich habe nur meine Meinung gesagt, ob man da jetzt so viel reininterpretieren muss und mich als Hurensohn beteiligen muss, weiß ich nicht, aber... Den Scheiß auf den Hurensohn, schmeiß den weg, bitte. Voll der Hurensohn, Mann, über den gucken wir hier. Ja gut, was soll ich sagen? Also, wie gesagt, ich will, ihr merkt schon, ich bin sehr neutral, ich versuche sehr objektiv an die Sache ranzugehen. Ich bin echt gespannt. Das ist auch die bessere Variante. Es hat absolut keinen Sinn, den zurück zu beleidigen. Hat absolut keinen Sinn. Ich bin, wie die Reaktion jetzt aufgenommen wird von denen, falls sie sich das angucken, aber... Eventuell gibt es denen ein bisschen zu denken, dass man jeden einfach so beleidigt. Wie gesagt, ich bin kein Freund davon, okay? Aus dem Alter sind wir, denke ich, schon raus. Ist nicht cool. Macht man nicht. Ich habe kein Problem mit irgendjemandem. Ich habe niemanden als Person angegriffen. Wenn das so verstanden wurde, dann tut's mir leid. Aber ja, ich weiß nicht. Also, ich bin offen, Leute. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze seht. Wenn ihr findet, ich habe jetzt mit irgendwas übertrieben, dann schreibt es gerne rein. Wenn die meisten... Guck mal hier, Arvin. Arvin heißt er, glaube ich. Arvin, du hast alles richtig gemacht, meiner Meinung nach. Du hast nicht irgendwie hier übertrieben oder irgendwas. Du hast sehr, sehr cool reagiert, sehr sachlich, sehr vernünftig. Hut ab. Du hast auf jeden Fall, du bist deiner Reichweite auf jeden Fall bewusst. Du bist deiner Reichweite bewusst. Du weißt ganz genau, wie viel Verantwortung du hast hier mit deiner Reichweite. Sehr stark. Die meisten Leute sagen, ey, das war nicht cool, das und das hättest du nicht machen sollen und so. Dann ist okay, dann lerne ich auch draus. Aber wie gesagt, ist halt krass, dass man bei sowas persönlich wird direkt und direkt das H-Wort benutzt. Fand ich, wie gesagt, nicht cool. Ansonsten schreibt mir gerne eure Meinung rein, sagt mir, wie ihr das Ganze seht. Und ich würde sagen, wir beenden das Ganze hiermit. Wenn es noch irgendetwas gibt von Manuelsen, äußert euch gerne dazu, sagt mir gerne, was euch gestört hat. Und ich denke, es ist kein Problem, gemeinsam eine Lösung zu finden. Meine Damen und Herren, Dankeschön fürs
fürs Zuschauen. Bleibt aktiv, passt auf euch auf. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Stark. Starkes Video von dem. Und das war's auch mit diesem Video, liebe Leute. Sonst geht das viel zu lange. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir haben es wieder viel zu spät, wenn ich es hochlade. Wer weiß, wie viel Uhr es ist. Ich sage die besten Dankeschön für den ganzen Support. Vergesst nicht dieses Video. Ihr wisst schon. Yalla, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.